Schönen guten Tag. Ich bin Vera Ulrich und in meiner Funktion als erste Vorsitzende der Südwestpfalz-Gästeführer heute hier im Neuferpark und begrüße Sie ganz herzlich zu unserem 10-Jährigen. Ja, die Südwestpfalz-Gästeführer gibt es bereits schon seit 10 Jahren. Begonnen hat alles mit der Ausbildung bei der Kreisvolkshochschule. Herr Heinen, der damalige Leiter der Kreisvolkshochschule, hatte einen Kurs zum Natur- und Kulturführer ausgeschrieben, dem ich mich angeschlossen habe und noch einige andere Gründungsmitglieder der Südwestpfalz-Gästeführer. Es war eine sehr aufwendige, umfangreiche Ausbildung, die sich über 9 Monate erstreckte. Nach Ende dieser Ausbildung gab es eine schriftliche und eine praktische Prüfung, die wir alle absolvierten, und es wurde mit einem Zertifikat abgeschlossen. Nach Ende dieses Lehrganges wurde uns die dringende Frage nicht beantwortet, wie soll es weitergehen? Und so waren wir uns ziemlich schnell einig, dass wir nur gemeinsam etwas erreichen können. Und kurz darauf, im September 2006, haben wir uns zusammengeschlossen zu den Südwestpfalz-Volkshochschule und auch hier haben wir einige Mitglieder hinzugewonnen. Im Laufe der Jahre haben wir viel erfolgreiche Projekte zusammengeplant, Stationentheater, Krimi-Dinner, Führungen über Burgen, Kräuterführungen, historische Führungen. Es fällt uns also immer was ein und auch für nächstes Jahr ist wieder viel geplant und lassen Sie sich überraschen. Ritsch, Ritsch, ui, ui, ui. Ritsch, Ritsch, ui, ui, ui. Ritsch, Ritsch, ui, ui, ui. Habe ich was von Jächer gehört gehabt? Ich bin der Elbe-Tritsche Jächer. Aber wir wollen halt nur die Feine in die Inbetritsche. Nicht die großen Maskau-Tritsche, wie die Dorner da draußen haben. Nee, die wollen wir nicht. Und der Kätzwig-Tritsche, die kennt ihr Nächelspauze, ne? Die wollen wir auch nicht. Nee, kleine feine Elbe-Tritsche wollen wir halt fangen. Aber die muss man wirklich, also da muss man sich ganz lang auf die Lauer legen und immer gucken. Und was machen die Elbe-Tritsche? Mensch, die suchen sich immer das Dunkelsteg, so sich zu verstecken. Wo sind sie? Haben ja ins Gesicht? Nee. Dunkles Eck? Gar nichts. Die ganz dunkle Ecke. Und wenn ihr Männer, ihr kennt da zum Gähnen, ne? Hier so halt. Das Maul aufreißen. Ohne die Hand vorne drauf zu heben. Dann muss ich euch sagen, passen auf. Die kleine Elbe-Tritsche, die täten da nicht passen. Und schwupp haben die ein dunkles Ecke sie. Und dann sind die in euer Mund. Hätte man fast drauf ersticken. Also vorsichtig mit einer Elbe-Tritsche. Die ganz kleine feine Zarte, die immer im dunklen Eck. Vielleicht doch den Fuß da hoch. Vielleicht ohne Donner. Nee, auch nicht. Du einmal da, den Fuß hoch. Da hast du ein. Ich komme aus der kleinen Stadt Hornbach und wie ihr seht, bin ich dort Nachtwächter. Ihr kennt Hornbach? Ja. Darf ich euch trotzdem etwas über Hornbach erzählen? Ja. Vielleicht der ein oder andere kennt Hornbach nicht so. Hornbach ist eine alte Klosterstadt. Und ihr müsst wissen, das Kloster war einmal sehr bedeutend. Das Kloster wurde in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts durch den Missionsbischof Pirminius gegründet. Und als Benediktinermönch lebte man dort nach den strengen Regeln des Benedikt von Nursia. Ora et labora. Ihr seid doch so schlau, ist vielleicht ein Lateiner unter euch. Ora et labora. Bete und arbeite. Ich wusste es doch. Aber das Kloster, es war auch das Stammkloster des Herrschergeschlechts der Salier. Ihr kennt vielleicht einen Salier, einen recht bekannten Salier, Heinrich IV.
Der Gang nach Canossa ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Ja, und durch dieses Privileg, Stammkloster der Salier zu sein, da wurde das Kloster mit allerlei Geschenken und Zuwendungen bedankt. Und so wurde das Kloster recht schnell zum größten und bedeutendsten Kloster innerhalb der Bistumsgrenzen von Mecklenburg. Man hatte Besitzungen im Bliestal bis zum Schwarzbach, über die Hochfläche der Sigginger Höhe bis zu den Moorniederungen des Landstieler Tiers. Hinzu kam noch Streubesitz im Glantal, im Queichtal, in der Vorderpfalz, in Rheinhessen, im Taunus, in Lothringen, in Luxemburg und im Elsass. Und im Zuge dieses Aufschwungs des Klosters entstanden auch rund um das Kloster recht viele sogenannte Kirchdörfer, die von den Kanonikern des Fabianstifts, also des Klosterstifts, seelsorgerisch betreut wurden. Einige davon möchte ich euch nennen. Althornbach, Liesramschbach, Brenschelbach, Kontrich, Ixheim, Nünschbach, Pirmasens, Wallfischbach und. Und all diese Kirchdörfer zu der damaligen Zeit haben eines gemeinsam. Ihre gedrungenen Vierecktürme, ihre Hauptkirchen, richten sich nach dem Längenmaß der Hornbacher Enge. Das Kloster beherbergte aber auch eine recht bedeutende Bibliothek und ein Skriptorium, also eine Schreibstube, in der bedeutende Schriften vervielfältigt werden konnten und in der man sich der deutschen Sprache und der deutschen Schrift annahm. Aber ja, von dieser Bibliothek ist nicht mehr viel übrig. Sie fiel dem 30-jährigen Krieg zum Opfer. Ein Zeitzeuge hat damals geschrieben, die kaiserlichen Herden, sie fielen über die Bücher her, zerrissen sie und missbrauchten sie als Pferdespeise. Ja, was der 30-jährige Krieg noch übrig ließ, ja, das holte sich Ludwig der 14., also der Sonnenkönig, auf seinem Rückzug vom Pfälzischen Erbfolgekrieg auf 16 Wagen mit nach Frankreich. Das Kloster beherbergte aber auch eine ganz bedeutende Stifts- und Klosterschule, in der auch die Kanoniker des Stifts das Lehramt innehatten. Und diese Tradition der Lehre und der Ausbildung, die wurde auch nach der Aufhebung des Klosters fortgeführt in diesen Räumlichkeiten des Klosters. Denn dort wurden die Beamten für den herzoglichen Hof in Zweibrücken und die Priester für die neue Lehre ausgebildet. Firminius wirkte in seinem Kloster bis zu seinem Tode im Jahre 754 und wurde in Hornbach auch beerdigt, fand dort auch seine Grablege. Firminius wurde nach seinem Tod recht schnell als Heiliger verehrt. Viele Pilger kamen nach Hornbach und ließen sich nieder. In dieser Zeit wurde auch die Vita des Firminius im Kloster niedergeschrieben. Man sprach von der Wunderkraft des Hornbacher Grabes. Ja, und heute ist das Grab des Firminius leer. Heute liegen die Gebeine von Firminius in der Innsbrucker Jesuitenkirche. Doch, ja, wie kam es dazu? Man kann davon ausgehen, dass Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken als Lutheraner in seinem Herrschaftsgebiet nach dem Augsburger Religionsfrieden 1555 in seinem Herrschaftsgebiet praktisch seinen Glauben durchsetzte. Bei uns pflegt man zu sagen, wie der Herr, so sei geschärft. Also die Religion des Herrn, auch die Religion seiner Untertanen. Und so wurde das Benediktinerkloster aufgelöst, aufgehoben, umgebaut und umgenutzt. Und in den Wirren dieser Zeit muss es wohl zu diesem Reliquiendiebstahl gekommen sein. Aber dass es ein bedeutendes Kloster war, das kann man heute noch an den Mauern und auch an den Grundmauern der damaligen Kirche erkennen. Ihr müsst euch vorstellen, nehmen wir einmal die Höhe vielleicht dieser Kiefer. Könnt ihr euch vorstellen, so hoch ungefähr war das Mittelschiff. Und ein solch hohes Gebäude auf einer Länge von 72 Metern, das kann nur bedeutend gewesen sein. Aber Hornbach hat nicht nur das Kloster zu bieten. Hornbach hat auch einen
bedeutenden Adoptivsohn. Ihr kennt ihn vielleicht, Dragus. Oder sagt euch der Name Dragus nicht? Eher bekannt vielleicht unter Hieronymus Bosch. Der Urvater der Botaniker und Apotheker. Er machte viele Reisen in das Umland, in das süddeutschen Raum. Er sammelte Pflanzen und zeichnete sie auf und beschrieb die Wirkung der Pflanzen auf den menschlichen Organismus. Er schrieb ein ganz bedeutendes Buch, das Kräuterbuch seiner Zeit, das in mehreren Auflagen damals schon gedruckt wurde. Hieronymus Bock war aber nicht nur kräuterkundlich. Er war auch Kanoniker im Fabianstift, also dem Kloster zugehörigen Stifts. Und er war der erste protestantische Pfarrer in Hornbach. Jetzt müsste natürlich die Frage kommen, wie geht das, dass jemand Kanoniker ist und anschließend protestantischer Pfarrer. Dazu muss man wissen, in welcher Zeit Hieronymus Bock gelebt hat. Er wurde 1498 geboren und starb 1554. Wann hatte ich gesagt, war der Augsburger Religionsfrieden? 1555. Er lebte also genau in der Zeit der Reformation, der Zeit Martin Luthers. Und er war sehr schnell dem neuen Glauben verfallen, genau wie die Nachbarstadt Zweibrücken. Und so musste er auch einmal aus Hornbach fliehen, nach Zweibrücken, und kam nach Hornbach zurück und wurde dort der erste protestantische Pfarrer. Ja, und da ich davon ausgehe, dass ihr vielleicht unterwegs noch die ein oder andere hohe Persönlichkeit treffen werdet, will ich euch noch zeigen, wie ihr euch dem gegenüber zu verhalten habt. Also, wenn diese Persönlichkeit, in diesem Fall nehmt einmal mich an, an euch vorbeischreitet, ihr dürft mir meine Laterne wieder geben, dann bildet ihr eine Gasse. Na los, bildet eine Gasse. Und wenn ich an euch vorüberschreite, dann habt ihr gefälligst den rechten Fuß in 90 Grad hinter den linken zu stellen. Das sieht etwas lustiger aus. Also ihr dürft ruhig den einen Fuß etwas näher an den anderen stellen. So, das sieht eleganter aus. Und wenn ich an euch vorüberschreite, dann habt ihr euch zu verneigen. Und zwar so zu verneigen, dass euer Kopfhaar tiefer als meine Schulter ist. Okay. Na gut, der eine oder andere kann auch stehen bleiben. Probieren wir es. Jawohl, jawohl, das ist wunderbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mein Kollege Uwe Schumacher. Gott zum Gruße. Gott zum Gruße, du auch. Wie viele Menschen sind hier unterwegs an diesem Tag? An diesem schönen Tag, in diesem wundervollen Park. Aber glaubt mir, nichts Schönes kann ich mir finden an diesen bunten Blättern, an diesem schönen, wundervollen, sonnigen Herbsttag. Ach, wie hat sich doch mein Leben verändert. Früher, als ich noch jung war, das war eine Freude. Jeden Tag ging es mir gut. Ich war schön, ich war schlank, doch nun schaut mich an, die Zeit hat alles verändert. Früher, da sind mir die Männer nachgestellt, von weit her kamen sie gefahren, um mich zu sehen, um mich zu werben. Doch heute, was bringt mir mein Leben noch? Nichts mehr, Müßiggang, Putzen und Waschen und das war's. Am liebsten würde ich die Zeit anhalten. Zeit anhalten. So würfen wir um dein Leben. Der hilft dir jetzt auch nicht mehr. Oh mein Gott!
Lass mich gegen dich würfeln. Ich werde gewinnen. Mein Leben soll noch nicht vorbei sein. Oh. Wie wird mir so komisch? Es ist. Es gibt nur eine Zeit. Deine Zeit. Und das Wesen ist Wandlung. Und wer die Veränderung nicht will, der will nicht das Leben. Ihr Leid, mit ein paar Falten hätte sie ja auch noch weiterleben können, oder? Ja. Und ein bisschen Speck auf der Hüfte, das wäre doch auch ganz in Ordnung. Und kannst du mir mal sagen, wie man sich auf runde Werfel inlassen kann? Das kann ich ja auch. Ganz. Ihr Leid. Ich bin sprachlos. Mann, den Gabi. Und der Teufel. Der Patrick Liebel. Wir haben viel Besuch bekommen heute. Den müssen wir jetzt aber mal was Schönes erzählen. Wisst ihr, dass Raben einmal weiß gewesen sind? Nein. Nee. Kennen alle Apollo, den griechischen Gott? Ja. Damals waren die Raben noch weiß. Aber die Koronis, Apollos Frau, hat ihn betrogen. Und was glaubt ihr, wer sie verpetzt hat? Ein Rabe. Und deswegen sind heute alle Raben schwarz. Raben können sich sehr gut Gesichter merken. Also ärgern sie nie einen Raben. Er merkt sich das. Und er gibt das weiter an seine Kollegen. Raben sind richtige Petzen. In dieser Beziehung finden sie eine relativ einfache, gute Futterquelle, wird das auch weitergegeben. Auch unser germanischer Hauptgott, der Odin, ist vielleicht bekannt. Er hat auch Raben gehabt, den Hugin und den Munin. Diese beiden hat er morgens in der Frühe weggeschickt und sie haben geschaut, was auf der Welt Neues passiert ist, und zum Frühstück konnten sie Odin berichten. Dann saßen sie beim Frühstück und er hat das Neueste aus der Welt gehört. Raben sind sehr schlau, aber sie sind irgendwie bei der Christianisierung in Verruf geraten, weil sie galten bei unseren Vorfahren, bei den Germanen ebenso wie bei Griechen, Römern, als Weise und als geachtete Tiere. Und durch die Christianisierung hat man ja diese alten Götter und alles verteufelt. Und so sind die Raben irgendwie in Verruf geraten. Sie galten dann als Totentiere. Wenn ein Rabe in den Garten gekommen ist, dann stirbt jemand im Haus oder es kommt Unglück über das Haus. Aber ich glaube, da ist nichts dran. Die meisten Raben sind einfach nur Vögel. Es gibt auch viele Rabenarten. Kennt jemand Rabenarten? Kohlrabe. Ja, der Kohlgrabe. Es die gibt die Raben- oder Saatkrähen. Die Elster. Die Elster ist eine Rabenart. Die Aasgrähe. Dole. Die Dole. Kohlrabe. Ja, die Dole ist auch ein ganz... spezielle Rabenart. Sie kann sehr gut Geräusche nachahmen. Also wenn sie mal im Garten sind und irgendwo geht ihre Hausklingel und wenn sie vor die Tür kommen, ist keiner da, dann haben sie bestimmt eine Dohle. Die hat das gehört und ahmt diese Geräusche nach.
wenn einer seinen Wagen nicht geölt hat und die Räder quietschen und dann quietscht die Dohle. Und die Aaskrähe ist auch so eine Art. Deswegen sind die Raben auch sehr stark in Verruf geraten. Man hat früher, in der Zeit, als man noch Menschen aufgehängt hat, hat man die hängen gelassen und die Raben haben ihnen die Augen ausgehackt. Und daher sind sie auch sehr verteufelt worden und sehr in eine Ecke gedrängt worden als üble Tiere. Saatkrähen klauen halt auch Saat auf dem Feld. Die Bauern haben sich oft geholfen, indem sie Streifen ausgelegt haben, die mit Pech oder Ähnlichem bestrichen waren. Da haben sich die Raben dann verfangen. Die sind denen auf den Leim gegangen. So hat man auch Vögel gejagt im Mittelalter. Die Herzöge, Grafen, die wollten ja auch Vögel auf der Tafel haben zum Essen. Also ist man hingegangen, hat Bäume, Äste, die relevant waren, auch bestrichen mit Pech oder Ähnlichem. Und so konnte man die Vögel, die sich da verfangen haben, leicht schießen. Sie sind denen dann auch auf den Leim gegangen. Es gibt auch noch ein altes Sprichwort, das hat mir meine Oma immer gesagt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Krapp, krapp, dein Nest brennt, hocken 7 Junge drin. Eins habe ich dir gestohlen, der Kuckuck soll dich holen. Aber wir zwei haben ihnen auch noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Der Tom und ich, wir leben auf einer Burg. Eine schöne, stolze Burg mit meinem Bruder zusammen. Jetzt musste mein Bruder vor vielen Jahren in den Heiligen Krieg ziehen und musste mich alleine auf der Burg lassen. Es waren einige Bedienstete zu meinem Schutz da geblieben und auf der Nachbarburg hat auch ein Ritter gelebt. Der wollte mich heiraten, aber das war ein übler Typ. Ich wollte den nicht. Er kam und hatte meine Hand angehalten. Ich habe abgelehnt. Er kam wieder und als ich wieder Nein gesagt hat, hat er die Burg überfallen und alle meine Leute getötet. Und mich hat er in den Turm gesperrt. Ich habe kein Wasser, kein Brot bekommen. Er wollte mich so dazu bringen, dass ich Ja sage. Und jeden Tag kam er und hat gefragt. Und jeden Tag hat er sich gewundert, dass ich immer noch stehe. Aber ich hatte ja Tom. Meinen zahmen Raben. Ihn wollte er ja auch fangen, aber er hat ihn nicht gekriegt. Und Tom hat zusammen mit seinen Rabenkollegen immer Früchte aus dem Wald gebracht, Beeren, andere Früchte, hat in den Bauernhöfen auch mal ein Stück Brot geklaut und hat mir das gebracht. Und so gingen die Jahre ins Land. Tom hat mich versorgt, mir ging es einigermaßen gut, ich war halt im Turm eingesperrt. Aber er hat nie sein Jawort bekommen. Nach vielen Jahren kam mein Bruder zurück, kam in die Burg und war ganz entsetzt. Es war keiner da. Er hat gerufen. Er hat mich gesucht. Und hat mich dann letztendlich gehört, als ich aus dem Turm gerufen habe. Als er zu mir kam, habe ich ihm meine Geschichte erzählt, was passiert war. Und in diesem Augenblick kam der Nachbarritter geritten. Und wollte wieder um meine Hand anhalten. Als er ihn gesehen hat, ist er vom Pferd und hat das Schwert gezogen und wollte meinen Bruder töten. In diesem Augenblick hat sich Tom auf ihn gestürzt und hat ihm die Augen ausgekratzt. Und dann sind seine ganzen Rabenfreunde gekommen und haben ihm die Augen ausgehackt. Und so konnte ihn mein Bruder relativ leicht überwältigen und töten. Und zum Dank dafür hat Tom ein schönes Denkmal gesetzt gekriegt und sitzt jetzt ganz stolz da und man sieht, dass er ein ganz toller Rabe ist. Darf ich mich vorstellen? Amalia Margarete von Flörsheim. Ihr seht mich heute in meiner wahren Gestalt. Einmal im Jahr darf ich in dieser Gestalt erscheinen.
wie es dazu kam? Nun, ich will es euch erzählen. Ich war ein junges Ding, als mein Vater Besuch bekam. Heinrich von Fleckenstein, ein steinalter Mann von 30 Jahren, kam zu uns auf die Burg. Er warb um meine Hand. Ich wurde nicht mal gefragt. Verärgert, wie ich war, wollte ich wissen, ob dieser Mann es nur auf mein Geld abgesehen hatte oder ob er auch mich als Person freite. Nun, ich überlegte, wie ich das herausfinden könnte. Und so hatte ich eine Idee. Der Fleckensteiner sollte zeigen, wie sein Sinn war. Und so überlegte ich mir, dass er mit einem Sack beladen, 50 Pfund schwer, mit Gold, in Sauerbachtal hinunterlaufen sollte und das dreimal innerhalb von 3 Stunden. Nun, der Fleckensteiner tat's. Er lief los, mit dem schweren Sack beladen, in Sauerbachtal. Und ich wartete. Es war noch keine Stunde vergangen, da erschien der Fleckensteiner im Burgtor, mit dem schweren Sack beladen, leicht gerötet. Nun ja, huldvoll nickte ich ihm zu. Er aber drehte auf dem Absatz rum und rannte wie besessen wieder ins Sauerbachtal hinunter. Nach einer weiteren Stunde erschien er wieder im Burgtor. Nun waren seine Wangen schon etwas röter. Und ihr denkt es nicht, er hatte sogar Schweißperlen auf der Stirn. Abermals nickte ich ihm huldvoll zu. Und der Fleckensteiner rannte mit seinem Sack ein drittes Mal los. Nun, die dritte Stunde wurde lang. Er kam und kam nicht. Und gerade als die Burgkapelle zum dritten Mal die volle Stunde schlagen sollte, erschien der Fleckensteiner mit seinem Sack im Burgtor. Er wankte auf mich zu. Das Gesicht war hochrot. Der Schweiß strömte ihm vom Gesicht und er keuchte schwer. Er taumelte vor mich hin, stellte den Sack ab. Und ich wollte gerade ihm huldvoll meine Hand reichen. Und er denkt es nicht. Er brach tot zusammen. Mein Vater tobte und schrie und verwünschte mich. Er bannte mich auf den Krötenstuhl. Und seither harre ich als Kröte fast das ganze Jahr im Sauerbachtal. Ich bin reich. Und viele junge Männer haben um mich gefreit. Aber entweder waren meine Aufgaben zu schwer oder sie kniffen. Und so harre ich immer noch auf dem Krötenstuhl im Sauerbachtal und warte auf den Helden, der mich befreit. So, nun wisst ihr meine Geschichte. Und ich kann euch sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Heiko Leona Almoslöchner, die uns hier ihr Dasein erklärt als Kröte, also heute nicht, aber heute, nicht. Heute kann sie erlöst werden. Ihr Herren, ist vielleicht jemand da, also der Aufgabe. Sich diese Aufgabe stellen möchte? Wenn nicht, gehen wir etwas weiter. Guten Tag, ich bin die Anna. Guten Tag. Ich bin echt das Birmsenser Mädel und bin von Beruf Bilderhändlerin.
Ja, die Birmesenser Mädchen sind ja davor bekannt, dass sie mit zwei Beinen auf dem Boden stehen, dass sie erfolgreich Geschäfte machen, dass sie ihr Ränsel schnüren und in die Weltgeschichte gehen, ihr Seich verkaufen. Was verkaufen dann die Birmesenser noch? Schuh. Die Schuhhändler. Die trifft man oft auf Messe oder auf irgendwelche Jahrmärkte. Und dann gibt es noch einen Beruf, wo die Birmesenser ganz gerne ausüben. Das sind auch Fahrende oder Reisende. Was machen die noch? Bilderhändler. Schausteller. Bilderhändler, Schausteller, ja. Aber wir gehen ja nicht nur auf Messe und Märkte. Nee, wir machen das ganz anders. Also ich habe ja immer mal Bildermapp dabei. Ne? Und dann gehe ich von Dorf zu Dorf und klingel an alle Haustiere oder klopp, je nachdem, ob sie glocken oder ob ich kloppen muss. Ich höre da nicht auf sie kloppen, bis mir da einer die Tür aufmacht. Und dann gucke ich mal, was da so gebraucht wird. Ne? Also die Leute sind eigentlich offen für alles. Je nachdem, wann du kommst, hast du Glück, ist Kind da. Ne? Kannst du fromme Bildchen verkaufen, Taufsprüche. Ah, die Hochzeit habe ich vergessen, die kommt, glaube ich, erst, gell? Erst die Hochzeit, dann die Kinder. Dann bei Beerdigungen ist dann halt ja, ein bisschen trauriger Anlass. Oder Ehejubiläe gibt es immer so Sinnsprüche, die sind recht beliebt. Fromme Bilder auf an die Wandstupse hängen. Und die Leute die kommen ja nicht sofort. Die hängen sich auch ganz gern Landschaften in die Wohnung. Ne? So Sehnsuchtslandschaften. Da habe ich mal Lithografie. Die kriege ich vom Großhändler in Frankfurt. Und die packe ich dann in meine Map und tue sie dann einzeln verkaufen. Ja, also ich bin eigentlich die Menschzeit vom Jahr unterwegs, muss ich schon sagen. Also wenn der Frühling kommt, dann packe ich meine Map und dann geht's los. Na? Und wenn dann Erntezeit ist, dann komme ich wieder heim, dann gucke ich mal, was daheim so ist. Also ich habe ein Buh und eine Mädchen, wie alt sind dann die jetzt? 11 und 10 oder so. Ich sehe die selten, die Nachbarn, passt aufs auf. Aber wenn Erntezeit ist, dann kommen wir alle heim und dann wird auch gepackt. Ne? Und wenn dann die Erntezeit rum ist, so wie jetzt, jetzt steht Weihnachten ja schon bald vor der Tür, dann wird wieder die Tasche gepackt. Und ich gehe also, wenn ich jetzt da fertig bin, laufe ich direkt auf Notria. Die sind katholisch, da kriegst du vor der Weihnachten viel los, doch. Also muss ich schon sagen. Na? Ja, und ach, manchmal geht auch mein Mann mit. Manchmal gehen wir zusammen, manchmal gehen wir getrennt, auch ganz angenehm. Und also ich muss euch sagen, also da sind also mal Winter dabei, wenn du da so durch den Hunsrück laufst und da mit deinem Schickelschatten, wo unser einer auch hat, und laufst da ist der Schnee, wo da geht, bis da nuff. Also da hast du ganz scheiße durch. Aber ich muss sagen, die Geschäfte lohnen sich. Na? Im Großen und Ganzen. Und dann kannst du da schon einmal eine Kutschfahrt heimgenehmigen. Oder ein schickes Hitschen von sonntags in die Kirche. Aber in letzter Zeit, da kriegen wir Probleme. Weil wir müssen ja von Land zu Land. Ne? Wir brauchen ja ständig einen Pass über die Landesgrenze. Wissen wir ja. Ne? Alle Fortzlang ist ja ein anderes Land. So, jetzt passen wir mal auf. Das darf ich euch jetzt eigentlich gar nicht zeigen. Sina, das da? Sina, das Bild da? Ja. Sind ja deine Schutzmann. Ja, ja. Macht deine Kinder da ein Protokollchen, weil sie in der Herrschaft ihrem Gewässer gefischt haben. Oder da steht auch so ein Großgrundbesitzer. Sind ja, was der von deiner Hund dabei hat. Ein richtiger Jagdhund. Ne? Jetzt gehen die Kinder bei dem Wildre. Ne? Und was macht der? Der holt den Gendarm. Der holt den Gendarm und lässt deine Kinder da ein Protokoll machen. Ne? Oder wenn ich dann so sage, da, das ist unsittlich. Da sieht man die Knie auf dem Bild. Na? Da darf ich eigentlich auch nicht da hinhängen. Na? Oder so Revolutionsbilder. Seit 1848, da muss ich so aufpassen. Die Däte da kein Pass mehr ausstellen. Aber alle, ihr habt das jetzt alles nicht gesehen und nicht gehört. Was hätten wir dann gern? Landkarte, Landschaftsbilder, was wollen wir dann kaufen? Ein heiliges Bildchen. Ein heiliges Bildchen. Also komm her, guck, was du willst. Das Geld gebe ich dann nächsten Monat
Also brauchst du mir gar nicht anfangen. Oder an der Weihnachten. Ah, und noch hängst du an der Weihnachten, hängst es dann in die Wandstube, und wenn die Weihnachten rum sind, bringst du mir es wieder. Ah, du kommst mir geschwind, komm. Nimm da Leid und geh, das hast du extra ein gutes Hitsch aufgelassen. Ach, das ist... Ach Gott, nein. Alla, ich hab's ja gewusst, nicht? Da stehen ja wie die Stänze und haben kein Geld im Sack. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst. Ich kann's auch nicht ändern. Ihr Leid, wenn ihr kein Skafe wollen, lassen wir die Annette Burger Schröder da stehen. Vielleicht macht sie noch woanders das gute Geschäfte. Aber eben sag ich euch, im Rehe stehen könnt ihr mich nicht lassen, weil wo ich dabei bin, ist immer schön Wetter. Mein Name ist Martina Wagner. Ich bin eigentlich einer der neuesten Zugänger bei der Gästeführer. Und wie Sie jetzt schon unschwer sehen, bin ich auch nicht gewandert. Also ich falle jetzt ein bisschen aus dem Rahmen. Als man die Veranstaltung plante, dachte ich, okay, mir gefällt der Spruch vom Erasmus von Rotterdam sehr gut hier am Philosophenweg. Die wesentliche Voraussetzung für Glück ist die Bereitschaft, der zu sein, der man ist. Leider ist es ja heutzutage oft so, dass man sich doch für Gott und die Welt verbietet, nur nicht so ist, wie man gern möchte. Als ich dann ein bisschen mich informiert habe über den Erasmus, bin ich noch über sein Lob der Torheit gestolpert. Das ist sein berühmtestes Werk, das er 1509 geschrieben hat. Das ist so Gesellschaftssatire, die man eigentlich eins zu eins auf die heutige Menschheit ummünzen kann. Dadurch muss ich dann leider feststellen, wir haben in den letzten 500 Jahren nicht viel gelernt. Da dachte ich, okay, das Thema ist jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu politisch, je nachdem, wie man es auslädt. Dann habe ich nochmal angefangen. Glück. Glücksbringer wäre doch eine gute Idee. Was wissen wir alles über Glücksbringer? Wie sind die entstanden? Wussten Sie zum Beispiel, dass eine Hasenpfote nur dann Glück bringt, wenn es der linke Hinterlauf eines Hasen ist, der mit einer Silberkugel auf einem Friedhof an einem regnerischen Freitag erschossen wurde? Der Jäger dazu musste dann Voraussetzungen noch haben, dass er entweder schielte oder sogar ein Werwolf ist. Da dachte ich, okay, das ist jetzt aber echt ein bisschen arisch weit hergeholt. Glücksbringer los Masi, ne? Also, wieder auf Anfang, habe ich noch von vorne angefangen. Glück. Dann bin ich noch auf ein zweites Zitat von Erasmus von Rotterdam gestoßen. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Dachte ich, hey, das ist nicht schlecht. Also Sie müssen jetzt nicht hingehen und müssen Haus und Hof verkaufen, um vielleicht im Amazonasgebiet Pygmäe vegetarische Kochbücher zu verkaufen. Also so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Aber vielleicht einfach mal einen Baum umarmen beim nächsten Spaziergang. Wenn Sie vielleicht beim nächsten Sturmgebraus nach draußen gehen und sich mal so richtig durchpusten lassen, hinterher warm duschen, ein heißer Kakao, fühlt man sich wie ein ganz anderer Mensch. Drache steigen lassen, macht wahnsinnig Spaß. Man wird zwar ohne Kinder immer saublöd angeguckt, weiß ich aus eigener Erfahrung. So, wo haben Sie dann Ihre Kinder? Ja, die gehen nämlich mit. Aber macht unheimlich Spaß. Also Kleinigkeiten wie vielleicht einfach der Kassiererin im Supermarkt mal wirklich bewusst ein schöner da wünsche, der in die Augen gucke, dass sie sich ja ernst genommen fühlt. Wäre vielleicht mal so ein Ansatz, um eben sich ein gutes Gefühl zu geben und ein gutes Gefühl weiter zu transportieren. Auch Kreativität ist ein gewisses Maß an Verrücktheit. Ob sie jetzt aus Blätter, Blumen basteln, ein Bild malen, das kein Mensch erkennen kann. Ich singe leidenschaftlich gern, ich kann es zwar nicht, aber es hält mich trotzdem nie davor ab. Möchte ich Ihnen jetzt einfach mal so mit auf den Weg geben, so als Abschluss des 10-jährigen Jubiläums der Gästeführer. Weil am Ende vom Leben, wenn dann so die Gedanken kommen, war ich glücklich, habe ich gelebt, haben wir unsere Zeit verpasst. Deswegen leben Sie jetzt, sind Sie jetzt glücklich und in der Hoffnung, dass ich Ihnen hier auch ein kleines Lächeln mit auf die Lippen zaubere. Tada! Eine Ja, wenn jeder selber, ja, wie der Zange haben möchte, da haben wir den Zange haben. Das sind ganz normale Typen. Ich habe eine Klinge. Sie? Wo? Da, direkt am Stein. Der Fahn? Ja. Aha. Der Fahn? Ich hab mal geholt, weil es so viel Glück bringt, ihr Leid. Und wenn man
Füße hat, die vielleicht nicht so gut riechen, ja, kann ich euch empfehlen, gehen hin, nehmen euch so ein Bündelchen und tun euch das unten in die Schuhe rein leer. Das hilft 100%. Ja? Und früher haben die Leute gedacht, der Farn ist ein Teufelskraut im Mittelalter. Weil man hat bis Mitte des 19. Jahrhunderts gar nicht gewusst, wie der Farn sich vermehrt. Sind ihr da eine Frucht oder eine Blüte? Ich habe noch nie eine Farn gesehen mit Frucht oder mit Blüte. Und das haben die Leute nicht verstanden, weil die Art Fortpflanzung hat niemand gekannt. Dann haben die Leute sich gedacht, in der Johannisnacht, dort müsse die Früchte, die Samen vom Farn auf den Boden fallen und dann kann man was ganz Seltenes und Wertvolles finden. Das ist ausgeartet, ihr Leid, ich kann es euch sagen. In der Johannisnacht ist Gott und die Welt in den Wald und haben sich in die Felder, in die Farnfelder geschmissen und haben gehofft, dass sie Samen von dieser Pflanze am Körper kleben haben. Weil, wenn man die am Körperklebe hat und ist eine Frau, dann wird man reich verheiratet. Und wenn man als Mann oder überhaupt so eine Same findet, dann kann man nur noch Glück haben. Man wird unsichtbar, man kann mit Tieren reden, man wird schön und reich, unbesiegbar. Und die Leute haben das alles geglaubt. Das war so schlimm, dass Maximilian I. von Bayern 1611 einen Erlass herausgegeben hat, dass es unter Strafe verboten war, sich dem Farn zu nähern. Stellt euch das mal vor. Und 1612 haben sie es in ganz Europa hin und her gemacht. Es war verbot, weil das hat wirklich ausgeartet. Und ich glaube, die haben nicht nur den Samen in dem Farn gesucht, ja? Und ich stehe da, wir kriegen jetzt langsam Hunger. Wir gehen jetzt mal da vor. Da vorne wartet ein Glühwein auf uns und ein Punsch. Und wir haben auch Flammkuchen. Und zwar diesmal auch was Besonderes. Flammkuchen haben wir mit Marone, mit Kechte, ja? Damit die, die es nicht so kennen, das auch probieren können, ist mal was anderes. Und jetzt kommen wir gerade mit. Der Nebel steigt, es fällt das Laub. Schenk ein den Wein, den Holden. Wir wollen uns den grauen Tag vergolden. Ja, vergolden. Noch ist es Herbst, doch warte nur. Doch warte nur ein Weilchen. Der Frühling kommt, der Himmel lacht, die Welt steht voller Veilchen. Die blauen Tage brechen an und ehe sie verfließen, wir wollen sie, mein wackerer Freund, genießen. Ja, genießen. Und in diesem Sinne, lasst uns den schönen Tag genießen. Erstes der Elbetritsche-Jäger begegnet, das war der Jürgen Schlappmann, der auch für das leibliche Wohl zuständig ist. Die Brigitte Schäfer war die Jägerin. Danach hatten wir den Nachtwächter von Hornbach, Uwe Schumacher. Danach haben wir den Teufel getroffen, Patrick Liebel. Und
der mit der Gräfin Würfel gespielt hat. Das ist die Gabi Martin. Dann sind wir zu Ellen Cabrera gekommen, die uns die Geschichte über die Raben erzählt hat. Danach haben wir das Fräulein von Flörsheim getroffen, die Heidrun Jona Almoslöchner. Wir sind dann weitergegangen zu der Bilderhändlerin, die Annette Burger-Schröder. Und zum Schluss noch die Martina Wagner, die uns etwas über die Philosophen erzählt hat. Und im Service ist der Uli Heist noch tätig. Der sorgt für das leibliche Wohl, dass auch jeder zu trinken hat. Und er ist Gästeführer, er ist im Landstuhl tätig.